Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von Hot Wheels Stunt Track Challenge. Ja, das letzte Mal haben wir ordentlich Zeug nachgeholt, wir haben ordentlich Preis abgesahnt in diesen beiden Gebieten. Ja, und sind eigentlich auch schon komplett fertig. Es fehlt lediglich noch ein Rennen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das jetzt beim ersten Versuch schaffe. Und dadurch dann nichts mehr habe, was ich in dem Part noch zeigen kann. Aber mir ist aufgefallen, es fehlt ja noch das Goldauto. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, ob wir das gleich freischalten. Ich hoffe es zumindest. Und das Brummen meines Mikrofons wird wieder lauter, wenn ich mein Bein überschlage. Das ist total merkwürdig. Egal, Mann. So. Und wie sich das gehört, nehmen wir natürlich Dingens. Powerpipes haben wir jetzt, ne? Den könnte ich natürlich auch nochmal zeigen. Mach ich auch. In coolem Lila. Zu faul, den zu tun. Ich will es jetzt durchhaben, Mann. Ich werde dann gleich nochmal ein bisschen das Goldauto mal angucken, zeigen, fahren vielleicht. Ein bisschen die Garage zeigen. Vielleicht nochmal euch die Garage zeigen, wo man dann auch die anderen Autos tun kann. Einmal mal ein bisschen zeigen und dann ist der Part vielleicht auch ein bisschen kürzer als die anderen. Müssen wir sehen, ne? Kriegen wir schon alles hin. Aber ich schätze mal, es wird der letzte Part, weil es dürfte nur noch dieses Rennen fehlen. So, ich bin mal gespannt, wie ich mich anstelle, weil letztes Mal habe ich mich nicht gut angestellt. Und da habe ich wieder Angst. So. Und wir wissen, es muss ein Turbostart sein, ja? So. Boah, das war sogar ein sehr guter. Oh, war ja. Okay. Ah, so ein Zip-Strap. Bombs. Ja. Der Pisser da vorne verpisst sich schon. Haha, der Pisser verpisst sich, ne? Auch gut. Und ich habe keinen Boot. Oh, das war jetzt unnötig. Aber war es nicht sogar so, dass es hier keine Rampe gab? Oh, wie kann man denn an allem vorbeifahren, Leon? Komm schon. Aber ich komme dem Typen... Alter, ich bin ja so ein Noob. Wie kann das dann angehen? So, danke schön. Der Typ ist wieder über alle Berge da hinten. Kann ich gleich vergessen. So. Okay. Oh, du Arschloch. Das war die Rache dafür gerade, glaube ich. Mann, jetzt lass den ersten da noch nicht so entkommen, Mann. Wie ist denn einer mal so derbe schnell? Och, verpiss dich, Roger Dodger, ganz ehrlich. Den schalten wir dann frei, ne? So, zack. Ja, hab ich. Aber ich werde sie noch nicht anwenden. Och man. Okay, vielleicht setze ich mal ein. Wenn ich schon vom Zipstrip runtergehe, dann muss ich die Dinger wieder auch einsammeln, ey. Alter, die sind so arschig platziert in diesem Rennen. Das ist ja unglaublich. Dankeschön. Doppeltypen kriege ich nicht mehr. Obwohl? Obwohl? Ich komme näher. Blöde Sau, wer ist denn das da vorne? Das ist ein anderer Powerpipes. Gibt's ja gar nicht. Tschüss, du Arschloch. So, dann muss ich mich gerade mal selber loben. Da bin ich extrem gut um die Kurve gekommen.
Ich habe sogar noch einen Boost, okay. Bei dem Mini-Boost gerade noch gekriegt. So, jetzt bloß keinen Scheiß mehr abziehen. Habe ich den Sieg in der Tasche. Ah, oh Mist. Da hatte ich sogar noch einen Lag. Das war jetzt richtig dämlich von mir. Aber egal. Ich hab's. Okay. Damit haben wir das Spiel wahrscheinlich 100%. Wenn ich jetzt nicht gerade komplett, nicht komplett Erster bin. Aber doch. Yeah. Damit haben wir's. Reifen. Roger, Roger. Und das Goldauto? Nicht. Hm. Was brauchen wir für das Goldauto? Cool. Way to go! Stunt Track Challenge is over and you finished first in all six shows, which means you've mastered the game and won the ultimate prize, the Stunt Track Challenge Gold Car. Now you can put the pedal to the metal in this 24-karat gold beauty. Congratulations! Thanks for watching. I'm Ryan Storm and we'll see you next time on Hot Wheels Stunt Track Challenge. Wie sieht das Auto denn aus? Voll komisch. Ah, aber schön, wir haben noch eine extra Cutscene gekriegt. Na, das ist ja cool. So. Ja. Hm. Okay. Leute, guckt es euch an. Ist es nicht schön? Hier schön alles. Können wir nochmal alles angucken. Gibt immer mehr Sticker, also mehr Decals als Autos und Reifen, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde. Aber gut. Yeah. Damit kann man auch gut leben. Yep. So, dann wollen wir jetzt mal in die Garage gucken. Gucken uns mal unser schönes Goldauto an. Mal das ganze andere, den ganzen anderen Kram. Die ganzen Autos, die wir freigeschaltet haben. Ach ja, schön. Ach, schön. Ja. Man kann so ganz auch online spielen, ja. Voll komisch. Wer auch immer das gemacht hat. So. Yeah, so. 24-7. Mir aufgefallen, die ganzen Dinger da unten sind tatsächlich nicht ausgeglichen. Guck mal, der hat zum Beispiel einen Boost mehr. Bei World Race waren ja alle Autos ausgeglichen, hat insgesamt die gleiche Anzahl von Punkten, weshalb eigentlich alle Autos quasi gleich gut waren. Wow, MST. Oh. Okay, haben wir auch alle getuned. Den Großteil haben wir getuned. Die Anfangsautos hier habe ich irgendwie nicht mehr getuned und vor allen Dingen nicht. Weiß ich nicht. Roger, Roger. Das ist voll selten. Badabababababa. Das ist das Goldauto, Alter. Okay. Jetzt da, unsere Flamme der Liebe. Da. Okay, und jetzt das Goldauto. Swoopy-Doo. Swoopy-Doo, okay. Und hier 16 Angels. Einzige Nicht-World-Race-Auto in diesem Spiel irgendwie. Außer die von den Game-Breaks natürlich. Deora haben alles gleiche Design. Finde ich ganz cool. Oh, Side-Draft, der ist auch cool. Und Twin-Mill. Ja, mal gucken, kann ich das Ding noch tunen? Ne, Color geht nicht. Nein, kann ich tatsächlich umtunen. Na, wir lassen mal die goldenen Reifen, ja. Die Dinger noch ansetzen. Aber ich kann nur Standard-Dinger nehmen. Ich kann die nicht verschieben und so. Was ein Quatsch. Naja. Okay. Ja. Meinetwegen. Ich will mal rennen mit dem fahren. Guck mal, der fährt alles voll. Fat? Was alles voll außer Speed. Naja, Swoopy-Doo. Auweia, hatte ich den jemals? In echt? Ich weiß es nicht. Naja. Arcade! Können wir uns nochmal alles schön Rennen angucken und so. Aber schön, Leute. Dann haben wir das endlich mal geschafft hier. Kann ich ja mal ein kleines Fazit geben, ne? Muss ja auch wieder mal sein.
Also ich finde, Stunt Battle, habe ich mal geguckt, das geht nur zu zweit. Quick Plays quasi, ja. Sieht man, ne? Nehmen wir mal Swoopidoo. Oh man. So, dann haben wir die ganzen Rennen, das sind echt nicht viele. Na, 12 Rennen gibt's gerade mal. So, wir fahren mal die Strecke, die war cool. Labs, auch kann man so Runden einstellen. Aha. L. Vor allem L-Cars. Oder AI. Achso, AI. Ja, KI quasi. Also Artificial Intelligence. Sag das doch, meine Güte. Ups. Ja. Also, was soll ich sagen? Fazit. Objektiv betrachtet ist es vielleicht kein besonderes Spiel. Für mich eigentlich auch nicht. Aber es ist halt so, World Race ist ja für mich quasi mein Kindheitsspiel. Habe ich ohne Ende gezockt damals, von daher verbinde ich damit sehr viel. Und World Race, World Race sag ich schon. Star Trek war ja damals auch nicht gerade. Also ich habe es auch gespielt. Der ist, wow, der Film fährt sich wirklich nicht schlecht. Sieht aber komisch aus. Da-da-da. Und ja. Ne? Dementsprechend finde ich, es ist durchaus ein nettes Spiel. Macht durchaus Spaß. Ist leider ein bisschen kurz. Also ich glaube tatsächlich auch, World Race damals waren es nur 15 Minuten Parts, aber auch so betrachtet war World Race, glaube ich, deutlich länger. Da hat man mehr zu erledigen. Ist ein bisschen kurz. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie wirklich ein bisschen wenig Rennen sind. Und sehr viel mehr Challenges und so, die eigentlich nicht so viel Spaß machen. So die Highlights für die Rennen sind ein bisschen wenig, aber das ganze Gameplay und so ist ganz cool. Macht durchaus Spaß und kann man sich mal gönnen. Heutzutage sicherlich auch nicht mehr teuer, das Spiel. Es sei denn, es ist total selten geworden, weiß ich nicht. Kann man sich das mal irgendwo so für 5 Euro oder so mitnehmen, klar. Kein Problem. Kann man mal ganz gut spielen, finde ich. Wie gesagt, ich habe es ja lange versprochen, das Spiel mal zu displayen. Ich wusste gar nicht, dass es echt so kurz ist. Ich hätte echt gedacht, dass es länger dauert. Ja, deswegen ist das Display jetzt auch ein bisschen kürzer gewesen. Und vor allen Dingen in nicht mal 2 Wochen haben wir es jetzt durch. Worauf ihr so lange gewartet habt. Naja, muss auch mal sein. Alter, fährt sich nicht schlecht, das Auto. Bin dann doch mal ganz froh, das Spiel auch komplett durchgespielt zu haben. World Race haben wir damals auch 100% gemacht. Ach ja. Und da ist wieder die Frage, ob ich Velocity X Let's Playe. Jein. Ich mochte das Spiel damals irgendwie nicht, weil es halt so, naja, Waffengewalt und so war. Was halt damals nicht mein Fall war. Mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich fand das halt immer nicht so geil, deswegen müssen wir gucken. Wenn, auf jeden Fall, Leute, Geduld. Ja, ich habe erstmal anderen Scheiß geplant. Viel zu viele andere Spiele, die ich noch spielen will, die ich schon lange versprochen habe. Ich sag nur Asterix, ja. Was ich für dieses Jahr angesetzt habe, Leute, ja. Also erwarte dieses Display dieses Jahr noch. Ich hoffe, ich schaffe es mit anderen Dingern, die ich noch geplant habe. Ach ja. Aber dadurch, dass ich jetzt GTA verschoben habe, habe ich noch ein bisschen Raum für andere Spiele. Das wird alles. Alles super, Leute. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. War zwar recht kurz, aber bin ja doch ganz froh, dass ich noch 100% gemacht habe. Man kann es natürlich sagen, 100% ist nur alle Challenges, 100%, da sag ich mir dann, nö. Habe ich keine Lust mehr zu. Könnt ihr ja mal gerne machen, aber ich lasse es mal. Habe ich jetzt auch keine Lust mehr zu, wenn ich ganz ehrlich sein muss. Aber doch, doch, ganz schönes Spiel, ja, ja, ja. Auch wenn dieser Moderator ein bisschen nervt. Boah, dieses Gold, da kann man gar nicht durchgucken, ey, durch die Scheibe. Naja, jedem das seine, ne? Wuhu! Gut, Leute. Kann ich mich, glaube ich, schon mal verabschieden. Es ist ja schon 15 Minuten jetzt, dann kann man das dann ganz gleich beenden. Muss ich nicht weiter tunen und so. Halte ich dann auch für nicht so sinnvoll, das jetzt noch zu strecken. Deswegen bedanke ich mich schon mal recht herzlich fürs Zusehen. Essen werde ich jetzt an dieser Stelle mal nichts. Ja, ausnahmsweise, weil ich habe gerade eben kurz vor der Aufnahme noch so ein kleines Schokolädchen gegessen und eigentlich will ich jetzt nicht noch mehr essen, weil das ist eigentlich nicht gut und naja. Ne, habe ich hier eben erst für dir eingefallen und dachte, ja, scheiße. Oh, so, oder soll ich noch? Nee, komm. Nee, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr darauf. Ich habe keinen Hunger. Wo kann man sogar alles changen von hier aus? Das ist ja schön. So, yep. Gut. Yes. Gut, Leute, dann sollte ich auf jeden Fall gleich nicht vergessen zu speichern nach der Aufnahme, ja, sonst ist alles hin, wo ist eh nur ein Rennen. Also, Leute, dann nochmal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen.
Und ihr freut euch auf weitere kommende tolle Projekte. Ich tue es auf jeden Fall und bin auch ganz froh, das Spiel jetzt endlich mal von meiner imaginären To-Do-Liste, obwohl doch, so gesehen habe ich ja eine, ne? Wenn man mal auf meiner Kanalseite guckt, in die Projektliste. Ha! Dass ich das jetzt abhaken kann und sagen kann, dass ich das Spiel auch endlich mal durchgespielt habe. Nach so vielen Jahren, weil 100% hatte ich es definitiv nie. Aber ich habe es scheinbar doch mal durchgespielt, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war ich mal im letzten Gebiet. Das kommt mir schon bekannt vor. Aber gut, ich schweife wieder ab. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zu kommenden Projekten. Euer Fresenungen sagt, tschüss oder so. Ja, tschüss.